ich. Hi zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge der Sweet Legacy Challenge. Ja, wir müssen mal ein bisschen mit Sina spielen und auf wundersame Weise ist sie kein Schmuddelhund mehr. Voll gut, ne? Also ich find's toll. Irgendwie hat die anscheinend sauber gemacht, während wir mit der Cindy unterwegs waren. So. Ich habe allen mal so ein bisschen Aufgabe gegeben. Bisschen aufräumen hier, bisschen putzen da. Oh, der Tisch ist jetzt sauber. Finde ich gut. Kannst du ein bisschen mit deinem Papi reden? Hat er Zeit dafür? Ja, hat er. Von wegen hier Tischtennis spielen. Das machen wir jetzt nicht. Du Papi, ich hab mal Frage so. Erstmal alles Gute zum wir sind glücklich Tag oder so. Die sind mich beide echt grün. Du, ich habe viel gelernt in der Schule. Ich weiß jetzt, was ich werden will. Ja, was willst du denn jetzt werden? Erzähl mal, lass mal nicht die CD so hängen hier. Ja, also ich werde auf jeden Fall Komikerin. Ich finde das total toll. So entertaining und so. Finde ich voll super. Tag, Verschönern. Und Partys schwärmen. Unverschämte Klatsch und Tratsch machen wir. Ah, oh, Fabiano ist zur Arbeit. Sehr gut. Unfug. Täuschen. Oha. Über Karriere lügen. Oh, boah, eine Legende erzählen. Das ist eine Täuschung. Du bist mein Favorit. Nochmal über Interessen schnabbeln. Oh, lass dir schmecken, Sina. So, du hast noch was zu tun, meine Liebe. Talentpunkte haben wir keine? Okay. Oh, wenn wir das hier schaffen, ne? Im schönen roten Bereich, wir haben ja noch viel Zeit dafür. Komm, umarm deine Mutti auch mal. Uiuiuiuiui. Ja. Wie lange geht denn noch der Fluch? Kriegt man den überhaupt weg? Das wäre jetzt die Frage. Ich weiß, man kann übers Handy eine Fluchbereinigung machen. Oh, Sozialhase. Benachrichtigung ausschalten? Du, ich habe was Tolles geschrieben und so. Vielleicht werde ich bald befördert. Ja, das wäre echt super. Wie sieht's denn aus bei dir beim Job? Gar nicht so übel. Zieh dir mal was anderes an. Du hast wieder Schlafzeug an hier. Ist noch nicht Zeit fürs Bett. Es ist 18 Uhr. So, Spiel spielen. Nein, Karriere. Hier. Mit Journalisten vernetzen. Mach mal bitte. Na, Jackie. Bisschen über den Müll meckern. Natürlich. Das machen wir. Ich wollte auch was gucken. So. Wir öffnen das mal. Was gibt's denn Neues hier? Boni, möchte zu deiner Kontaktliste hinzugefügt werden? Machen wir. Follower-Update. Deine Followerzahl hat sich heute um 0 verändert. Super. Schon wieder. Boni. Die war aber hartnäckig. Der hat uns 50.000 Mal gefragt. Oh, Jonas möchte auch. Oh, wie schön. Ja, natürlich. Oh, guck mal, der Papi möchte auch zu den Kontakten. Wir waren echt lange nicht da. Und die Mutti? Jackie möchte auch. Wir haben ja echt gar nichts gemacht, ne? Oh, Enrico. Ach, wie schön, die Familie, ne? Boni war wirklich hartnäckig. Vor 4 Tagen hat die auch schon 10.000 Mal gefragt. Boni ist echt die hartnäckigste. Sie ist echt ein harter Knochen. Lol. War so gut einfach. Nicht eine Nachricht, weil wir mit ihr noch gar nicht hier drin. Wir machen einen neuen Post. Oh, über Karrieretag posten. Über Leidenschaft für Party. Mittagessen. Das Mittagessen, was wir nicht gekriegt haben in der Kantine. Wir machen über Karrieretag. Und zwar eine selbstsichere Story. Stressstory. Nein, selbstsicher, weil sie weiß ja jetzt ganz genau, hey, mein Ziel in meinem ziemlichen Leben ist es, Comedy und Spaß zu verbreiten.
Voll toll, 0 Follower. Das wird sich jetzt ändern. So, ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Das war diese Fluchreinigung hier. Haushalt? Oha, wenn ich das jetzt finde, ne? Ist wie ein Fünfer im Lotto. So, Follower überprüfen. Infos zu Trendy. Durchsuchen. Was gibt's denn? Schmutzige Umgebung. Ja, dein neues Winteroutfit könnten wir mal holen. Was gibt's denn Schönes? Oh, wir könnten was kaufen. Basic? Ich möchte es aber gern sehen. Warum sehen wir kein Bild? Wow. Einfach schlicht. Ich will ein Bild sehen. Die können doch nicht hier einfach ohne Bild. Wir kaufen eine Wundertüte. Hardy, hard and heavy. Rocke mit diesem Outfit. Grazile, grazie. Lagerfeuer schick. Lama Farm. Oh, Leute. Ein schlichter Style. Kann ich nicht aussprechen. UJ2K oder so. Untrendy von Knox Greenberg. Warum irgendwelchen Trends folgen? Setze deinen eigenen Trend. Das war die Inspiration für dieses Outfit. Einfach mal in der vollbraunen Tüte, Leute. Wir kaufen das. Ich kann nicht. Also wir müssen unkaputtbar will ich auch haben. Wow, ich wollte eigentlich was ganz anderes tun. Kennt ihr das? Ihr wollt etwas tun, tut was ganz anderes. Streicheln. Ja, ich weiß es nicht, wo ich das hier finde. Service, ist das vielleicht hier dabei? Masseur, Kindersitter, Reparatur. Ja, ja, sie hat kostenlose Dienste. Stimmt ja, Leute, das so gut. Wir holen mal eine einmalige Haushaltshilfe, weil Boni ist im Urlaub. Sagen wir einfach mal so. Du hast perfekte Beziehungen, um in dieser Karriere voranzukommen. Super. Klimper mal ein bisschen herum. Nein, sie fühlt sich zu unwohl. Oh nein, Sina, du hast es wieder geschafft. Du bist ein Schmuddelhund. Ja, ganz toll. Oh ja, plansch noch ein bisschen. Wälz dich da drin. Du kleines Ferkel, du. Wow. Mach mal an. Was ist denn hier schon wieder? Magie? Zauber, Reparatur. Oh, Sina hat gelernt, nicht mehr Pfützen zu spielen. Simeon. Ein Bekannter hat mir gesagt, wie sehr er dich verabscheut. Versuche ein bisschen netter zu sein. Nicht gemocht zu werden ist keine gute Basis. Ja, es ist auch keine gute Basis, wenn du einfach irgendwie einen fast Fremden deine Meinung aufdrückst. Ich glaube, da könnten wir beide was lernen. Aha. So, Reparaturus, Sofortikus. Yay, es hat funktioniert. Oh, du hast Hunger. Es tut mir leid. Ich bin vor allen Dingen sehr froh, dass wir nicht mit der Familie so viel uns raufen. Eigentlich ja gar nicht, ne? Finde ich sehr gut. Hier, Meisterwerk Äppelsäft. Das essen wir mal. Mhm. Bitte ohne Flasche. Bitte nur trinken. Hm. Oh je. Was machst du hier? Räum mal den Kram hier weg, bitte. Aha, du hast hier noch die Sachen drin. Den Napf für unterwegs. Was könnten wir mit dir denn noch machen? Weiß ich nicht. Wir könnten noch was posten, weil du brauchst ja noch jede Menge Follower bestimmt. Bild teilen. Ein sehr wütendes Bild wird es. Ich raste aus, Bild und so. Fabiano hat 135 Simoleons verdient. Ist ja eigentlich nicht übel, ne? Nur wenn wir für die Cindy so einiges... Wie gut einfach. So einiges zusammenkratzen wollen für ihren Auszug, müssen wir eventuell ein bisschen mehr Kohle machen.
Wo bist denn du hin? Tischtennis spielen? Ja, vielleicht tut dich das ein bisschen abregen, ne? Könnte ja sein. Himmel beobachten, mach das mal bitte. Oh, und sie ist im Bett. Hände waschen hat sie vergessen. Ich will nicht wissen, was sie gemacht hat, damit sie das vergessen hat. So, was zu essen brauchst du natürlich auch noch. Lebensstil gewonnen. Cindy hat den Lebensstil glücklicher Single freigeschaltet. Nein, wir sind zu spät. Cindy, wir wollten doch die Selina aufreißen. Besser kennenlernen. Thunfisch Maki-Rolle. Sehr gut. Zieh's dir rein. Wir könnten danach vielleicht noch was lesen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Man kann doch auch Notenbänder sich holen, ne? Es spielt eine große Rolle, was die Leute über dich denken. Und ich habe gehört, dass jemand dich bis aufs Blut verachtet. Was auch immer das aussagen soll. Ich werde meine Meinung... Boah. Für mich behalten in Zukunft. Oh, ich glaube, das stand da. Wir haben die Klamotten nicht ausprobiert. Oh, und sie ist natürlich ein Geist. Wäre ja natürlich jetzt cool. Kannst du nicht essen? Ich kann essen, aber es stinkt. Oh, wow. Es stinkt nicht. Bestimmt nicht. Das Coole ist, man kann diese Klamotten verkaufen. Oder an jemanden verschenken. Dann haben die anderen dann sowas im Inventar. Das ist ziemlich cool. Fabiano, was ist los mit dir? Komm, ess mal was. Ess eine Kokosnuss, dann geht's dir besser. Du kannst auch ein bisschen putzen und dann ins Bett springen. Ach, guck mal, sie macht nur ein Nickerchen. Guck mal, du wolltest Hände waschen. Du kannst auch Zähne putzen. Und entnehmen. Danach kannst du ins Bett springen. Sehr schön. Oh, bist du kokett? Tratschen? Einen Kuss hauchen? Sie läuft einfach durch. Ach, schön. Wohin denn? Über Kochen reden? Es ist sie wieder wütend. Was denn los mit euch? Ach, Kontrollverlust. Stimmt, da war ja was. Nach dem Erfüllen von Wünschen. Oh, sie hat immer noch nicht die Sportsendung geguckt. Das ist ja schon ewig hier drin. In einer schönen dekorierten Umgebung aufhalten. Spaß haben? Oh, komm, wir haben Spaß. Hindurchgehen. Das ist bestimmt spaßig für dich. So, du hast gefuttert. Dann kannst du mal noch dich auf die Toilette schwingen und dann ab ins Bett. Wir wollen ja ausgeruht sein morgen. Und wir wollen natürlich duschen gehen morgen früh. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Verdächtiger Sprudel. Ja, das ist dieser pilzige Säft. Pilzus. Sprudelus. Pilzus Sprudelus. In Red. Gute Nacht, Jackie. So, wir haben ja morgen den Winterfest. Ja, das nennt man so. Man sagt immer den Winterfest, ganz normal. Nee, natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. Was machen wir denn an dem Tag? Ich habe mir überlegt, wir überspringen den so ein kleines bisschen und könnten den woanders feiern. Also nicht bei uns zu Hause wie sonst, sondern einfach mal was anderes machen. Sie ist immer noch Vierer-Oberschülerin, ja, okay. Das heißt aber, wir können ausschlafen. Ja, das ist gerade das Wichtigste, ne? Schön ausschlafen, das heißt, sie kann dann duschen. Und was die anderen so machen, sehen wir mal noch. Massage anbieten. Komm, deine ollen Plasmamuskeln, die müssen wir doch mal ein bisschen durchkneten. Na, ist das richtig so? Ich spüre irgendwie nicht so viel, wo ich hier gerade bin. Ach ja.
Nee, ich glaube, sie braucht tatsächlich bald mal einen Fernseher. Ist nur die Frage, wie passt denn der hier hin? Wir haben das so arrangiert, dass das irgendwie, ja, dass irgendwie kein Platz für eine Glotze ist. Mach erstmal hier an, es ist wieder kalt geworden. Lass den Bären in Ruhe. Bercula kann nichts dafür. Er ist noch am Putzen. Was machst du? Du kannst mal die Kerze anzünden. Der hat doch bestimmt irgend so eine Stimmungsgedüdels. Oh ja. Oder? Nein, schon wieder Kontrollverlust. Aber es ist doch schön dekoriert. Naja, dann tu halt ein Spiel spielen. Sim-Clinch. Blickblock, mach das mal. Vielleicht erfüllen wir ja dann das hier. Spaß haben. Jetzt geht die Post ab. Juhu. Ja, ich denke mal, das wird sie ein bisschen aufmuntern. So, was war denn hier mit diesem Tagebuch? Wem gehört das denn? Gehört niemandem? Wer sollte denn das kriegen? Ein Tagebuch schreiben, in Besitz nehmen. Ja, normal müsste dann hier stehen, was weiß ich, Fabianus Tagebuch lesen. Das heißt, es hat noch niemand reingeschrieben. Okay. Oh, ich will den Fluch hier wegkriegen. Fluchreinigung. Oh, jetzt weiß ich, wo es das gibt, Leute. Hier bei den Punkten. Hier im Belohnungsstore gibt es das. Brauchen aber ihre Punkte noch. Oh, und was ich auch machen wollte, das habe ich jetzt total verpeilt. Sie soll doch einen Jugendtrank kriegen. Verschwindibus Dynamicus. Das könnt ihr von mir sein. Hier, 500. Okay. Mal gucken, ob dein Papi. Genau, der hat doch hier voll die Punkte. Dann kauf dir mal die Fluchreinigung. Weil wenn das nach dem Winterfest nicht weggegangen ist, würde ich das schon gern auflösen. Es sei denn, ihr sagt, nee, lass das drin, Herausforderung und so. Dann lasse ich das. Wo ist es denn jetzt? Ah ja, hier. Jugendtrank. Oh, 1500. Ja, Leute, das ist die Frage. Er hat 1745 Punkte. Ich könnte natürlich jetzt die Fluchreinigung holen. Aber ich glaube, wir lassen das mal. Wir holen lieber für die Jackie den Jugendtrank. Sie hat ja die Challenge geschafft. Wir können das ja ruhig holen. Und außerdem, ja, selbst wenn sie noch an der Challenge teilnehmen würde. Ich habe ihr nicht verboten, dass man sowas nehmen kann. Man muss halt selber gucken, ne? Wie schwer will ich es mir machen? Wie leicht will ich es mir machen? Wie viel cheate ich quasi? Ne? Das kann ja jeder selber entscheiden. Deswegen habe ich da keine Regel festgelegt. Dann bleibt halt die Cindy verflucht. Okay. Supi. Jetzt hast du mal deine Punkte gut eingesetzt. Das bekommt Jackie. So, meine Liebe, dann springen wir aus den Federn. Weil ich habe die Befürchtung, ich werde es vergessen, wenn wir das nicht sofort machen. Dann setzt sich das hier zurück. Weil man sieht es hier nicht an, aber sie ist einfach Seniorin. Wieso rennst du denn du jetzt runter dafür? Mensch, Mädchen. Mensch, Omi. Nee, noch ist sie ja keine Omi. Sie kann ja gar nicht Omi werden. Jawohl. Jetzt haben wir noch viel Zeit mit Jackie. Bitte aufräumen. Bitte wegwerfen. Das auch. So. Und dann kannst du wieder ins Bett. Wie Spaß haben hat sie noch nicht? Ach komm schon. So, sie ist im Bett. Ach, deswegen minus 10. Jo, ich brauche einen guten Nachtdrink. Hallo? Morgen wird stressiger Feiertag. Ich weiß noch gar nicht, ob wir echt mit allen irgendwo hinreisen sollen. Oder ob wir nur mit ein paar hinreisen, irgendwo hin. Müssen wir mal gucken. Immer noch nicht. Kann es sein, dass du vielleicht für sie den Drink gemacht hast? Saved on the rocks.
Stell die mal bitte dahin. Die tun wir mal löschen. Du hast sogar schon zwei gemacht. Oh, wie süß. Komm. Du musst jetzt mal hier was trinken mit deinem Mann. Ein bisschen müllig hier. Ja, ja. Solange die Geister hier noch rumspüren, wird sie immer schmuddelig sein. Komm, Tommy. Genieß mal ein bisschen den Abend, die Nacht. Mit dem Saft und Rocks und mit deiner Frau. Es ist unglaublich. Und schon ist das Ding leer. Alles klar. Na, hast du Spaß? Ach Mensch. No. Habe ich extra für dich gemacht. Ich hoffe, jetzt schmeckt dir das Zeug. Ja, Saft on the Rocks. Saft on the Rocks ist immer gut. Was ist denn mit dir? Du stehst die ganze Zeit schon da. Na, oh, schön. Aber sie hat immer noch keinen Spaß. Ist ja unglaublich. Ah ja, komm, Hälfte gefüllt. Das muss doch gehen hier. Okay, mach mal hier Schüssel füllen und dann gehst du ins Bett. Schlafen. Obwohl. Ich glaube, das ist besser. Also wenn sie dann keinen Spaß hat, dann weiß ich auch nicht. Johnny hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Ja, super. Geh ruhig in den Garten, Johnny. Schaut mal, wie er läuft. Na, Schnucki? Komm, wir gehen ein bisschen oben, die Federn in den Kissen zählen. Wer ist denn jetzt hier runtergekommen? Fabiano, bist du schon ausgeschlafen? Ich glaube nicht. Mach mal bitte den Müll leer. Wow, was ist los hier? Komm, reparieren und ins Bett. Ja, das war ja mal wieder ein chaotischer Tag. Und schaut mal, ich habe hier überall Lichtschalter platziert. An den praktischsten Stellen. Ich glaube, hier müsste auch. Genau, da auch. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ne? So, Leute. Dann wünsche ich euch mal noch eine schöne Zeit. Und viel Spaß mit dem anderen Video. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder oder sonst wann, was auch immer ihr gucken wollt. Bis demnächst. Ciao.